Ach nein, das sollst du doch kein hinsetzen. Zu wenig. Das ist zwar wieder so typisch. Komm hier. Geht so. Zack. So, lassen wir sie unten. Aber hier können wir hinten mal hier so ein kleines Kellerlager noch aufziehen. Sollte man sowas brauchen mal. Wir hätten erst das Haus bauen sollen. Hätten wir uns die ganzen kleinen Gebäude spart. Erstmal. Naja. Egal. Jetzt haben wir das große Haus. Und die kleinen Häuser. Ey, du tötest ja von viel Zeug. Das geht nicht. Ah ja, und die Blümchen. Haben wir jetzt auch wieder hier random verschiedene. Das geht doch wirklich schneller. Auch bei den gelben drei verschiedenen. Zwei verschiedene rote. So, das. Dann hier oben das. Monster ist hier und ist ja auch vom Monster. Den nehmen wir erstmal mit. Saft, machen wir hier Glas rein. Genau, hier ist nochmal das Sand drin. Essen Steaks. Redstone. Obsidian. Warum haben wir von der Kiste gemacht haben. Ups, das kommt auch hier rein. Die müssen wir auch hier beschriften. Also, manchmal. Die Steuerung. So, das war Glas. Wir machen immer, wenn eine Reihenfolge bestimmt kann, oben immer nach. Also erst kommt der hier mit Sandstein. Ach ja, genau, genau da sollst du hin. Sandstein. Und dann kommt hier Glas. Fertig. Aber ich sehe noch nicht, was da reinkommt. Das heißt, du kannst es nicht beschriften. Da ist auch nichts drin. Ach, erst den Pfeil. Ton. Und Kohl, Eisen und Kohl. Fertig. Jetzt sind wir die zwei Schilder auch los und gleich der Beschriftung. Da heißt noch nichts drin, das können sie auch nicht beschriften. Aber wir können mal sortieren drücken hier. Feuer. So ein Quatsch. Was brauchen wir? Feuer. Harzblöcken wird man. Ach.
fühle dich doch nicht wie wild. Ich hoffe, das ist beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal wieder behoben. Gut. Hey. Hopp, hopp. Gut, haben wir erst einmal unseren kleinen Nähterausflug beendet. Haben unseren kleinen Braustunden aufgebaut. Das Inventar ist dann fertig für eine neue Aufnahme. Na gut, ein bisschen noch ist was drin, das packen wir dann weg. Wir müssen eh noch holen, was wir dann brauchen. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden es wieder, diese Aufnahme. Gucken nochmal schön auf unsere Brücke hinten und sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Aufnahme. Und neuen Abenteuern in der Welt von Minecraft. Ade. Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Mit mir. Wie ihr seht, schreiben uns die Geister schon wieder an und die Framerate bricht gerade zusammen, sobald ich aufnehmen drücke. Naja. Was wollte ich sagen? Wie ihr seht, wir haben verschiedene Blümchen. Die gelben Blümchen, es gibt jetzt auch die Rosen. Die hier sind scheinbar, die ist glaube ich auch gelb. Die gibt es normalerweise nur gelb, jetzt sind sie rot. Also, jetzt hat sich ein bisschen was getan. Wir haben jetzt 9 verschiedene Blumen. Ich habe das Gras auch wieder ein bisschen so gemacht, dass es wieder so ist, wie es vorher bei dem Honeyball Texture Pack war. Das momentan, das man hier downloaden kann, enthält ja eigentlich bloß das hier. Aber über dieses dicke Grasbüschel ist doch scheiße. So, und da ich keinen konkreten Plan habe, was wir bauen könnten, machen wir erstmal eins. Wir gehen in die Wüste. Da haben wir nämlich hier ein Wüstendorf. Aua. Okay, wir haben sogar noch eine Endertruhe einstecken. Naja, nehmen wir jetzt mit. Hauptsache wir haben was zu essen. Und Kaktus habe ich, glaube ich, noch nie abgebaut, oder? Okay, den lassen wir mal. Und nehme ich der blöde Strauß dran. Also nehmen wir unterwegs gleich mal Kaktus mit. Auch. Da sind wir, da ist es grün. Moment. Falsch. Exit. C. Ich glaube an dem grün vorbei war das Dorf, das wir damals entdeckt haben. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das war Mampfen. Denn wir wollen uns dem Dorf hier unten mitnehmen. Weil, es ist ja bei uns so langweilig. Ich hätte... Oh, guck mal, da ist in der Luft. Naja, machen wir ein andermal. Ich hätte ja auch mit einem anderen... Ach man, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Mit einem anderen Mod uns ein paar Wachen oder Leute machen können für unser kleines Siedlung. Oder wie man das kleine Siedlung oder wie man das nennen wollen. Aber ich habe mir überlegt, das ist doch viel schöner. Mit dem... Ach, guck mal, da liegen noch Erfahrungspopel vom letzten Mal. Ist doch schöner mit den... nicht Custom NPCs, sondern das andere... Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Gibt's das denn? Ist ja auch ein nettes Haus hier. Jupp. Wo sind die Wachen dieser Stadt hin? Ist ja nicht. Nein, ist niemand drin. Ach, rückwärts zur Tür wieder raus, wird schrecklich. Da fehlt mir jetzt... Wieso fällt mir jetzt das Wort nicht ein? Toll, das ist ja voll gerade Hänger im Let's Play hier. Na, wie heißt denn das? Ach ja, Minecraft Comes Alive Mod. Genau. Der hat nämlich gemacht, dass die Typen ja... Wachen sind, die nicht mehr da sind. Hä? Wieso sind die nicht mehr da? Das letzte Mal hier waren es noch 2, 3 Wachen, oder? Komisch. Uhu, Wachen! Wir wollten eine von euch entführen. Hm. Keine Wache weit und breit zu sehen, oder? Verdammt. Gut, dann ist der Plan schon gescheitert. Dann habe ich jetzt überhaupt keinen Plan, was wir jetzt machen. Ich wollte jetzt hier so eine Wache mit zurücknehmen und bei uns postieren. Blöde Schlange. Aber wir nehmen ein Möhrchen mit.
Und Knöchelchen. Noch einmal hier sind. Lebt ja eh keiner mehr im Dorf. Was solltest du dann essen? Jupp. So. Noch mehr Felder. Hä? Es ist aber ärgerlich, dass die nicht mehr da sind. Ja nicht. Aha, ich wollte dich da eigentlich mitnehmen und bei uns postieren. Da müssen wir wohl anderweitig suchen. Brauchen wir noch ein anderes Dorf, würde ich sagen. Oh. So. Oder wir nehmen doch den anderen Mod. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob der jetzt so einfach geht. Mal schauen. Und da brauchen wir Ideen. Erstmal hier das ganze reife Grünzeug abbinden. Oh, wie viel Feld? Was ist denn hier los? Naja, wurscht. So viele Wälder hier. Und eine Wärme hier. Also, in der Wüste. Nein, bei mir zu Hause. Unglaublich, 25 Grad sind es wieder. In der Wohnung natürlich. Draußen sind es halt viel mehr unerträglich. Ist es bei euch zurzeit auch so warm oder seid ihr etwas milder Gefilde in Deutschland beheimatet? Oder vielleicht guckt ihr jemand aus dem Ausland zu, dann einfach mal einen Gruß hinterlassen in den Kommentaren. Gruß aus, weiß ich, Österreich oder wo. Sollte jemand zuschauen, dass er mal anhat. Das wäre ja immer mal informativ. Zack, 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 alles mit dem. So. Ich habe schon wieder so gesagt. Ihr kennt das Trinkspiel noch. Jetzt müsst ihr alle... Ach, einen trinken. Tja, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ui, hier haben wir noch mehr. Ja, mit. Das hier. Das hier. So, dann können wir unser Feld nämlich damit auffüllen. Tja. Jetzt wird es dunkel, das heißt, wir müssen uns den Heimweg freikämpfen. Ah, Schwert. Ja, nicht, die blöde Wache ist nicht da, echt. Schlimm. Vielleicht sollte ich ja mal mit Holz zurückkommen und hier auch ein paar Türen einbauen. Überall. Die sind ja leer, gell? Da ist Lava. Da ist ein Silberskelett. Ich habe die jetzt auch ein bisschen modifiziert. Die haben jetzt auch hier lustige Schwertchen. Jetzt eins seiner Schwertchen verlassen? Nein. Ach man. Wollte ich wieder mitnehmen. Günstige Schwerter. Da ist wieder eins. Es sind momentan so viele Gegner. Erstmal heimwärts wieder. Nach diesem enttäuschenden Ausflug. Werwolf da hinten. Boah. Wir haben kein Diamantschwert mit. Geh mal wieder her. Saumäßig vorbereitet. Gut. Wir müssen dann irgendwann, wenn die Netherwarzen reif sind, unsere ersten Tränke brauen. Und zwar dachte ich da so an. Wie schimpfen sich die Dinger? Feuerresistenztränke oder so ähnlich heißen die. Damit wir dann im Nether auch ein bisschen mehr erkunden können und auch verhöhlen nicht schlecht, wenn Lava in der Nähe ist. Na du. Ja, dies. Versteckst dich unten drin und... Ja, ach, es hat nichts gebracht. Ich dachte, es stirbt dadurch. Schade. Nochmal. Tjup. Ach, da fehlt auch noch eins. Schade, dass es nicht für alle Animal gilt. Dass die alle immer runterfallen dann. So, so eine schöne Sandhöhle zugemacht. Das ist immer cool, diese Entstehungsfehler immer.